Hey, hey, wir sind wieder in Grottendorf heute. Wir haben da nochmal im Café reserviert, weil es da so gemütlich und so lecker ist. Und werden vielleicht auch noch ein bisschen durch den Laden laufen und vielleicht auch noch was kaufen, gucken wir mal. Aber willkommen zurück in Grottendorf. Uns gefällt es hier so gut. Dieses Jahr waren wir bis jetzt zweimal da. Ich weiß noch, vor 2 Jahren waren wir 3 oder 4 Mal hier und haben immer wieder irgendwas gekauft. Aber das passiert uns heute oder dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Weil wir auch schon ziemlich eingedeckt sind mit allem. Kommt, wir gehen Kaffee trinken. Und Suppe essen. Das wäre sie, Schatz. Guck mal. Da. Guck mal. Komm mal her. Wollt. Emis. Wir sitzen jetzt im Café Annabelle, haben eine schöne ruhige Ecke bekommen. Heute ist auch nicht ganz so viel los. Ja, hier sitzen wir super. Ja, wir sitzen jetzt im Café Annabella. Und eigentlich wollte ich eine Suppe, aber die gibt es scheinbar nur bis mittags oder früher Nachmittag. Wir haben ja jetzt schon 4 Uhr. Jetzt gibt es für mich einen Herbstkeks mit Fruchtfüllung. Und natürlich Kürbislatte mit Espresso. Und Amy? Ja, Amy geiert auf Torte. Und ich esse eine Stracciatella. 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 Birne. Eine Herbsttorte. Guten Appetit. Da der Michel nur ganz selten was zu essen bekommt, muss er im Urlaub zuschlagen. Und da gibt es zum Nachtisch vom Kuchen noch ein Lachsbrötchen. Mmh. Lecker. Okay. Na, guten Appetit. Einmal reinbeißen bitte für mich und für die Kamera. Guten Appetit. Ja, wir sind wieder am Shoppen. Ein bisschen. Das ist aber für meine Schwester. Wir brauchen ja. Ja, ja, von wegen. Ich gucke euch auch noch mal. Der ist für uns. Der Weihnachtswolf. Und die Oma, die kriegt auch noch was mitgebracht. Okay. Thank you.
Letzter. Ja, in der Schachtelboot. Wir wünschen uns einen guten Appetit. Genau. Guten Appetit. Tag sind wir ein bisschen spazieren gegangen und schauen uns jetzt mal die evangelische Martin-Luther-Kirche in Oberwiesenthal an. Sehr schönes Gebäude. Mit einem riesigen Glockenturm. Die Kirche ist geöffnet. Die sitzt auch schon in der Tasche und wir schauen uns jetzt mal von innen an. Die Spannung steigt. Definitiv. Leider können wir uns die Kirche doch nicht ansehen. Wie ihr sehen könnt, wegen Vandalismus und Diebstählen ist sie abgeschlossen. Danke an all diejenigen. Man kann aber einen Blick erhaschen durch die Tür, wenigstens, dass man einen Eindruck hat. Schöne Kirche. Machen wir aber trotzdem ein Licht, Gina. Ja, klar. Und den Kronleuchter drin. Genau. Komm von hier darüber, da ist ein Modell. Ich bin wieder raus. Okay.
Wir sind jetzt hier auf dem Marktplatz von Oberwiesenthal. Der ist klein und fein. Man kann sich hinsetzen, was trinken, was essen oder einfach nur chillen. Da liegt schon laut. Ha ha ha.